Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur ZIP2. Wohl kein Beamter in Österreich war in den letzten Jahren so einflussreich wie Christian Pilnatschek. Das Ende einer Ära, der umstrittene Sektionschef im Justizministerium, wird jetzt entmachtet. Ministerin Alma Sadic ist dazu live im Studio. Stadt, Land, Bezirk. Die Corona-Beschränkungen sollen künftig regional unterschiedlich streng sein, schlägt der Bundeskanzler vor. Dazu ist FPÖ-Chef Norbert Hofer zu Gast in der Sendung. Am Sand, wie das Urlauberparadies Jesolo in Venetien verzweifelt auf Touristen wartet, vor allem auch aus Österreich, ein Besuch am Strand und im nahen Venedig. Weil wir noch auf die Justizministerin warten, sie ist zurzeit bei einer Parlamentsdebatte, beginnen wir mit der weiterhin erfreulichen Corona-Statistik im Land. Die Zahl der akuten Erkrankungen geht weiter zurück. Heute waren es österreichweit noch 672. Aber die Verteilung ist weiterhin regional sehr unterschiedlich, wie man gut an den Neuinfektionen der letzten 7 Tage sieht. In Salzburg zum Beispiel wurde letzte Woche nur noch ein einziger neuer Fall registriert. In Kärnten und im einstigen Hotspot Tirol waren es nur mehr 2. Im viel größeren Niederösterreich hingegen 62 und im noch mal größeren Wien 149. Weil die Zahlen insgesamt zu niedrig sind, will Bundeskanzler Kurz die Corona-Regeln jetzt bundesweit lockern. Aber die einzelnen Bundesländer sollen sie dann, je nach Ansteckungssituation, regional verschärfen können. Die Landeshauptleute sehen das recht unterschiedlich. Peter Kaiser aus Kärnten und Thomas Stelz aus Oberösterreich sollen jetzt ein Konzept ausarbeiten. Dann keiner, heute einer. In Kärnten gibt es zurzeit so wenige Corona-Erkrankte wie nirgendwo sonst in Österreich. Deshalb fordert der dortige Landeshauptmann Peter Kaiser bereits seit längerer Zeit größere Erleichterungen für Gebiete ohne Corona-Patienten. Nun sollen Kaiser und der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelz ein Konzept für regionale Differenzierung erarbeiten. Wien hat bereits gestern Zweifel angemeldet. Heute stellt Tirol solche Regelungen in Frage. Ich bin nicht prinzipiell dagegen, aber erwarte mir schon, dass man hier Möglichkeiten schafft, damit man nicht einen kompletten Wettbewerb der verschiedenen Bundesländer zustande bringen, was Lockerungsmaßnahmen betrifft. In Kärnten zum Beispiel, dass kein Mund-Nasen-Schutz getragen wird, in Osttirol müsste es wieder getragen werden, also das kann es ja nicht sein. Die Infektionen sind regional höchst unterschiedlich verteilt. Während es in Kärnten eben nur noch einen bekannten Fall gibt, liegen die bevölkerungsreichsten Bundesländer im Osten, Niederösterreich und Wien, auch bei den Infektionen ganz vorne. Was natürlich auch mit den zahlreichen Fällen im Postverteilzentrum in Hagenbrunn oder in der Asylunterkunft in Wien-Erdberg zu tun hat. Lockerungen, was etwa die Maskenpflicht betrifft, nur gebietsweise zu erlassen, sehen Virologen skeptisch. An der Grundherangehensweise sollte sich nichts ändern. Man sollte weiterhin Masken und Distanz einhalten. Und weil es einige Ausbrüche regional in Wien und Niederösterreich gerade gegeben hat, kommt es natürlich zu einer Verschiebung der Statistik, aber das bedeutet nicht, dass das Konzept selbst falsch wäre. Der Bundeskanzler will die Zahl der österreichweit geltenden Regelungen reduzieren. Regionale Verschärfungen sollen künftig auf Landesebene beschlossen werden. Wir müssen immer bereit sein, schnell auf die jeweilige Entwicklung zu reagieren. Wenn es also wieder eine negative Entwicklung gibt, wenn in einer gewissen Region die Ansteckungszahlen steigen, dann muss dort in dieser Region hart und konsequent reagiert werden. Aber wenn weite Teile Österreichs coronafrei sind, dann ist es selbstverständlich der richtige Ansatz, die Regeln weiter zu lockern und vor allem immer mehr Eigenverantwortung auch zu ermöglichen. Während die Bundesregierung also willkommene Lockerungen verkünden will, sollen für Verschärfungen dann die Landeshauptleute verantwortlich sein. Mit Blick auf den langsam startenden Wahlkampf in Wien wohl kein Zufall. Und ich begrüße dazu jetzt den Chef jener Partei, die überhaupt die Aufhebung aller Corona-Beschränkungen fordert, nämlich der FPÖ, in unserem Stadtstudio, nämlich Norbert Hofer. Guten Abend. Guten Abend, Dr. Wolf. Herr Hofer, wie stehen Sie denn zu so einem Konzept von regional unterschiedlichen Schutzmaßnahmen? Ich halte nicht viel davon. Österreich ist nicht groß genug, um regionale Unterschiede zu machen. Ich glaube daher, dass es sinnvoll wäre, die Maßnahmen zu lockern, für ganz Österreich und auch der Wirtschaft wieder die Luft zum Atmen zu geben, damit auch die Arbeitsplätze
gesichert sind. Das ist jetzt insofern überraschend, weil Ihre Kärntner Partei, die Kärntner FPÖ, genau das, nämlich regionale Unterschiede, seit Wochen fordert. Ich zitiere Ihren Kärntner Klubobmann Damann: Diesen eigenständigen Weg zur Bewältigung der Corona-Krise haben wir seit Wochen als Notwendigkeit gefordert. Für den Fall, dass es nicht österreichweit zu Lockerungen kommen würde. Wir sind für die österreichweiten Lockerungen, weil wir glauben, dass sich Maßnahmen wie die Maskenpflicht nunmehr überholt haben. Auch Dr. Allenberger zum Beispiel als anerkannter Arzt und Spezialist sagt, dass die jetzige Entwicklung eine generelle Maskenpflicht nicht mehr rechtfertigt. Aber Sie fordern ja nicht nur eine Lockerung, Sie haben diese Petition gegründet, Stopp den Corona-Wahnsinn. Und darin fordern Sie, dass alle Schutzmaßnahmen zurückgenommen werden, nämlich die Maskenpflicht, alle freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, die Reisebeschränkungen, also schlicht alles. Bei der Maskenpflicht ist es so, dass wir schon sagen, dass dort, wo ein besonderer Schutz notwendig ist, also bei medizinischem Personal beispielsweise, wo mit Menschen zu tun hat, die gefährdet sind, natürlich die Maskenpflicht bleibt. Aber ansonsten in allen anderen Bereichen hat sich die Maske überholt. Aber Sie wollen auch, dass alle Großveranstaltungen wieder zugelassen werden, unabhängig von der Zahl der Teilnehmer, dass der Mindestabstand abgeschafft wird. Also schlicht keine Corona-Schutzmaßnahmen, außer in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen. Ist das nicht verantwortungslos? Kein Land in Europa macht das jetzt. Nein, das ist nicht verantwortungslos, weil das ist genau das, was die Experten eigentlich auch zu Beginn der Regierung vorgeschlagen hatten. Wir kennen auch die Protokolle der Expertengespräche. Dort wurde vorgeschlagen, die Risikogruppen zu schützen. Und die Regierung hat sich dann für einen anderen Weg entschieden. Also wenn wir in der Regierung gewesen wären, wir hätten auf die Experten gehört und diese Gruppen geschützt und ansonsten das Leben in Österreich weiter ermöglicht. Aber Herr Hofer, das stimmt doch nicht. Es gibt überhaupt keinen Experten, der nicht sagt, dass der Mindestabstand vernünftig ist und dass die Einschränkung von Großveranstaltungen vernünftig ist. Ich habe auch nichts gegen einen Mindestabstand, aber ich glaube, man muss schon auf die Vernunft setzen, auch der Menschen, und nicht alles verunmöglichen. Man hat ja auch gesehen, bei den Maßnahmen, die verordnet worden sind, dass vieles verfassungswidrig war, dass erst im letzten Augenblick Erlässe und Verordnungen veröffentlicht worden sind. Also da gab es schon ein ziemliches Chaos und das kann man nicht unter den Tisch kehren. Aber möglicherweise gab es das Chaos auch in Ihrer Partei. Man kennt Sie nicht ganz aus. Jetzt sagen Sie gerade, Sie hätten auf die Experten gehört, die nur die Pflegeheime und die Kliniken geschützt hätte. Stimmt aber nicht. Am 13. März, ein paar Tage vor allen anderen Parteien, hat die FPÖ als einzige Partei genau den Lockdown verlangt, den Sie jetzt so scharf kritisieren. Vergessen Sie nicht, Herr Dr. Wolf, dass das, was die Experten vorgeschlagen haben, ja der Politik, dem Parlament und den Menschen verheimlicht worden ist. Wir hatten auch nur die Informationen, die breit gestreut worden sind. Es war das Konzept der Bundesregierung, möglichst viel an Angst zu verbreiten. Aber eines wäre schon notwendig gewesen. Als man gesehen hat, dass in Italien ein echtes Problem entsteht, hätte man natürlich die Grenzen rechtzeitig schließen müssen. Als wir gesehen haben, dass immer noch Flüge aus Krisengebieten nach Österreich kommen, hätte man natürlich am Flughafen Wien kontrollieren müssen. Genau das ist nicht passiert. Was hat man stattdessen gemacht? Den Menschen in die Einkaufstasche hineingeschaut, ob dort eine Wurstzimmel gekauft worden ist oder vielleicht ein Taschenbuch. Und das war ein Weg, den ich nicht gutheißen kann. Ich möchte Ihnen was vorlesen. Am Tag, an dem die Regierung die strengen Maßnahmen, den Lockdown, verkündet hat, am 16. März, gab es folgendes Interview. An den Maßnahmen selbst zweifelt der Parteichef nicht. Es gelte aber auch, den Menschen keine falschen Hoffnungen auf ein frühes Ende der Pandemie zu machen. Er rechnet damit, dass die Krise zumindest bis Pfingsten andauert. Dieser Parteichef war Norbert Hofer. Jetzt fordern Sie die Aufhebung aller Maßnahmen. Und das war ja auch genau der Fall. Was haben wir jetzt noch damit zu tun? Die Frage ist nur, welche Maßnahmen setze ich dann, damit die Wirtschaft wieder leben und atmen kann? Und noch einmal, alle Informationen aus den Expertenrunden wurden uns vorenthalten. Es wurde ein völlig anderes Bild gezeichnet. Vergessen Sie nicht, der Kanzler hat gesagt, wir werden 100.000 Tote in Österreich haben. Es wird bald jemanden kennen, der daran verstorben ist. Alles das war nicht das, was die Experten der Regierung gesagt hatten. Also das war natürlich etwas, wo wir nicht auf Basis der validen Zahlen Entscheidungen treffen konnten. Und das ist ein Fehler, weil das Parlament die notwendigen Entscheidungen zu treffen hat.
Es gab tatsächlich ein Expertenpapier, in dem von 100.000 Toten die Rede war. Das Papier ist allerdings hoch umstritten, da haben Sie völlig recht. Jetzt hat heute Ihr Generalsekretär Schnedlitz wörtlich gemeint, ich zitiere, Kurz und seine Regierung hätten in der Corona-Krise auf ganzer Linie versagt. Anstatt die Bevölkerung zu schützen, habe Kurz unsere Eltern und Großeltern eingesperrt. Jetzt versteht man ja, dass eine Oppositionspartei die Regierung kritisieren muss, aber Österreich gehört ganz unbestreitbar zu den Ländern in Europa und auf der Welt mit den wenigsten Todesopfern und den wenigsten Intensivpatienten. Und da sagt die FPÖ, die Regierung hat auf ganzer Linie versagt. Also ganz ernst muss man das nicht nehmen, oder? Sie müssen schon ernst nehmen, dass mit den Maßnahmen, die gesetzt worden sind, man Österreich schon einen erheblichen Schaden zugefügt hat. Vergessen Sie nicht, dass viele Operationen nicht durchgeführt wurden, dass wir jetzt einen Stau haben, weil es eine Fehleinschätzung gegeben hat, dass wir eine Maßnahmen gesetzt haben, die natürlich auch die älteren Menschen betreffen, dass viele Menschen in den Pflegeheimen nicht besucht werden konnten, weil keine Schutzausrüstung vorhanden war. Was wurde uns alles versprochen? Da gab es diesen berühmten Flieger der Auer, wo es geheißen hat, das ist die Maskendiplomatie, das sind Masken für Österreich, das hat die Regierung organisiert und so weiter und so fort. Es waren Masken für Südtirol, und nicht Masken, die für Österreich gedacht waren. Und dann hat man doch gesehen, dass die Masken sogar gefälscht waren und die Zertifikate waren auch gefälscht. Ich möchte Ihnen zum Abschluss, weil ich Sie da noch schnell zwei ganz kurze aktuelle Fragen zu zwei ehemaligen Parteien stellen. Stimmt denn der Bericht der Kronenzeitung von gestern, dass Heinz-Christian Strache der FPÖ die Überwachung seiner damaligen Ehefrau durch einen Detektiv vor der Scheidung verrechnet hat? Ich habe das auch in der Zeitung gelesen und erfahren. Das war mir bisher nicht bekannt und ich bin gespannt, was am Ende der Ermittlungen dann dabei herauskommen wird. Wenn das stimmt, haben Sie irgendeine Idee, warum die FPÖ das bezahlt haben könnte? Ich weiß es nicht. Der Heinz-Christian Strache war Wiener Landesparteiobmann, war Bundesparteiobmann. Wenn das so gewesen war, dann ist es etwas, was man ganz und gar nicht gutheißen kann. Bei der Demonstration der FPÖ Wien gegen die Corona-Politik letzte Woche, da war auch Ex-Clubchef Johann Gutenus dabei, der offenbar auch in den letzten Wochen immer wieder in der Wiener FPÖ-Parteizentrale gesehen wird. Ist es für Sie denkbar als Bundesparteiobmann, dass Johann Gutenus in der FPÖ auf Bundes- oder Landesebene irgendeine Funktion wieder einnimmt? Nein, Johann Gutenus wird nicht noch einmal in die Politik bei der FPÖ einsteigen. Das ist nicht geplant und auch er hat schon gesagt, dass er derartige Pläne nicht hat. Herr Hofer, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend. Guten Abend, alles Gute. Wir bleiben aber noch kurz beim Thema Epidemie, denn die hat dieses Jahr auch gravierende Auswirkungen auf die 40.000 Maturantinnen und Maturanten im Land. Die wussten erst gar nicht, ob sie überhaupt antreten können. Dann wurde der Maturatermin verschoben und schließlich die mündlichen Prüfungen überhaupt gestrichen. Heute dann hat die schriftliche Zentralmatura begonnen mit Deutsch und unter ganz speziellen Bedingungen. Patrick Kuska hat einen Maturanten begleitet. Vor der Matura heißt es für Idan, Hände desinfizieren. Auch an den wichtigsten Tagen eines Schülerlebens darf auf die Corona-bedingten Hygienemaßnahmen nicht vergessen werden. Es ist schon sehr aufregend. Man ist schon nervös. Und ich hoffe einfach, dass Texte kommen, die halbwegs Spaß machen. Dass es einfach halbwegs gut funktioniert. 60 Schülerinnen und Schüler an der AHS Rahlgasse schreiben heute die Deutschmatura unter erschwerten Bedingungen. Am Gang herrscht Maskenpflicht. In jedem Raum dürfen maximal 20 Maturantinnen und Maturanten sitzen. Es gilt ein 1 Meter Mindestabstand. Jede Stunde wird gelüftet. Die Arbeitszeit wird von 5 auf 6 Stunden erhöht. Matura in Corona-Zeiten, eine logistische Herausforderung. Natürlich viel Gehirnschmalz vorher, wie man das alles hinkriegen, auch die Logistik, dass die Schülerinnen nicht gleichzeitig kommen sollen, nicht gleichzeitig mit den Unterstufenschülerinnen, die ja im Haus sind, einen eigenen Eingang öffnen, die Aufsicht dort organisieren, gestaffelter Eintritt der 3 Klassen. Also das war schon viel mehr Aufwand. Ja. Österreichweit schreiben heute rund 40.000 Schülerinnen und Schüler die zentrale Deutschmatura. Das Coronavirus hat die Vorbereitung gehörig durcheinandergewirbelt. Also zuerst war es natürlich mal fein, dass man Freiheit hat, hat man die Zeit ein bisschen genießen können. Aber wir haben das sehr gut durch Online-Unterricht gelöst. Die Lehrer waren jederzeit erreichbar und wo wir dann wieder zurück in die Schule waren, haben wir auch Lerngemeinschaften bilden können. Und ich denke, das war trotzdem eine sehr gute Vorbereitung. Die Matura an sich war ganz okay, würde ich sagen. Es ist sehr erleichternd und es ist ein großer Stein jetzt mal im Herzen gefallen.
Zurück in der Rahlgasse. Wie lief's für Idan? Es ist schon deutlich anstrengender, als ich gedacht habe. Ich habe das irgendwie ein bisschen unterschätzt und wird natürlich langsam darauf vorbereitet mit den Schularbeiten, die dann auch 4 Stunden dauern mal, aber 6 Stunden ist nochmal deutlich länger. Und ich glaube, das Größte, was die Matura von einem irgendwie abverlangt, ist tatsächlich, dass man es schafft, die Nerven nicht wegzuschmeißen, bevor es dann losgeht oder während der Prüfung selbst. Dann das war das, womit ich am meisten Schwierigkeiten hatte vielleicht sogar. Alle Schülerinnen und Schüler müssen heuer nur schriftlich maturieren. Die mündliche Matura entfällt, Corona-bedingt. Im Vorfeld wurde Kritik laut, man würde die heurige Matura herschenken. Das kann Idan nicht verstehen. Ich würde nicht sagen, dass wenn man in der 8. Klasse steht und die geschafft hat, positiv abgeschlossen hat, dass man dann eine Matura geschenkt bekommen hätte. Ich finde, wie in allen anderen Bereichen während der Corona-Krise, da wurden überall extra Regelungen getroffen, in jeder Hinsicht. Und ich weiß nicht, warum die Matura davon ausgeschlossen hätte sein sollen. Die Deutschmatura, der erste Schritt zur Reifeprüfung, ist erledigt. Morgen folgt der nächste Schritt, Englisch. Und wir wünschen alles Gute und wechseln damit das Thema. 10 Jahre lang war Christian Pilnatschek der unbestritten mächtigste Mann im Justizministerium. Nicht wenigen galt er als geheimer Minister. Aber immer wieder war Pilnatschek auch umstritten, zuletzt durch einen offenen Konflikt mit der Korruptionsstaatsanwaltschaft bis hin zu gegenseitigen Strafanzeigen. Wenige Tage vor seiner anstehenden Vertragsverlängerung hat die grüne Justizministerin Alma Sadic den machtbewussten bürgerlichen Sektionschef heute de facto abgesetzt. Jedenfalls aber entmachtet durch eine Art Geschäftsordnungstrick. Pilnatscheks Supersektion wird in 2 Teile aufgesplittet, die Leitung neu ausgeschrieben. Ulla Grammer-Schmidt und Harald Jungreutmeier berichten. Es ist eine salomonische Lösung, die Justizministerin Alma Sadic getroffen hat, die bislang zwischen einander widerstrebenden Interessen von Staatsanwälten, Schwergewichtern in ihrem Ressort und politischer Kritik gestanden hat. Wir werden die Sektion 4, also die derzeitige Strafrechtssektion, neu organisieren. Was hier so technisch klingt, ist ein tiefer Einschnitt in Machtverhältnisse in ihrem Ressort. Es ist nichts anderes als die Zerschlagung der Strafrechtssektion, die bislang dem mächtigsten und einem der juristisch fundiertesten im Haus unterstand, Christian Pilnatschek. Seine Sektion wird nun in 2 aufgespalten. Eine, die sich um Gesetzesreformen kümmern soll, eine zweite, welche die Staatsanwaltschaften beaufsichtigen und Großverfahren vorantreiben soll. Beide Funktionen werden neu ausgeschrieben. Es ginge in diesem Fall auch um das Vertrauen in die Justiz, sagt Sadic. Pilnatschek sah sich zuletzt mit zahlreichen Vorwürfen konfrontiert, die um Weisungen und politische Interventionen in klamourösen Fällen kreisten. Ob es jetzt um den mutmaßlichen Anlegerbetrug Mindl European Land ging, ob es um untreue Vorwürfe rund um den Stadterweiterungsfonds im Innenministerium ging, ob es um das vermutete der Schlong des Eurofighter-Aktes ging, ob es um ein persönliches Treffen mit 2 Beschuldigten in der Casinos-Affäre ging. Pilnatschek, er wollte heute nichts sagen, hat die Vorwürfe stets bestritten und pariert. Und dann war da noch der Konflikt mit der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Pilnatschek kritisierte diese wegen der Genehmigung einer Hausdurchsuchung im BVT. Die Korruster wiederum fühlte sich in den Eurofighter-Ermittlungen unter Druck gesetzt und zeigte Pilnatschek wegen Amtsmissbrauchs an. Ich habe Ihnen schon vorhin erwähnt, dass wir aufgrund eines Gesamtbildes zu dieser Einschätzung gekommen sind. Aus meiner Sicht ist das schon sozusagen offenbar dadurch entstanden, dass durch diese emotionale Diskussion der Eindruck bei den Vertretern der WKSD entstanden ist, dass man sie nicht mit dem erforderlichen Respekt behandelt. Zuletzt war auch seitens der Opposition zunehmend Druck gemacht worden, Pilnatschek in seiner Funktion nicht mehr zu verlängern. Eine Bewerbung, sagt Sadic heute, stehe Pilnatschek aber natürlich frei. Und wir schalten jetzt live ins Parlament, wo Justizministerin Alma Sadic direkt von einer Parlamentsdebatte zu unserer Schaltposition gekommen ist. Guten Abend. Schönen guten Abend. Frau Bundesministerin, die Tageszeitung Die Presse hat heute nachgerechnet, Christian Pilnatschek hat für 12 verschiedene Justizminister und Ministerinnen gearbeitet. Er wollte uns heute leider kein Interview geben. Wie hat er denn reagiert, als Sie ihm seine de facto Absetzung mitgeteilt haben?
Also es geht in erster Linie um eine Neustrukturierung im Justizministerium. Ich glaube, dass sehr viele Strafrechtsexperten, aber auch viele internationale Gremien sehen es auch für richtig, dass man hier auf der einen Seite die Straflogistik trennt von der Fachaufsicht in der Staatsanwaltschaft. Und das hat man getan, weil, glaube ich, auch vielen bewusst ist, dass es hier ein strukturelles Problem ist, dass wir hier eine innere Gewaltenteilung auch brauchen und leben müssen. Und das habe ich auch, diese Entscheidung habe ich auch heute kommuniziert. Und wie hat Herr Pilnacek darauf reagiert, als Sie ihm das mitgeteilt haben? Ich pflege auch einen sehr wertschätzenden Umgang mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und habe das auch ausführlich begründet. Und ich glaube, dass das auch auf Verständnis gestoßen ist, weil natürlich diese strukturelle Änderung auch dazu geführt hat, dass diese strukturellen Probleme auch gewisse mediale Kampagnen auch gegen die Person verursacht haben. Und das möchte ich verhindern. Ich möchte, dass die Justiz auch unabhängig arbeiten kann, abseits jetzt der medialen Öffentlichkeit. Und ich glaube, das will auch jeder und das wünscht sich auch der Sektionschef. Gut, jetzt ist nicht jeder Bericht über Auffälligkeit im Justizministerium eine mediale Kampagne, aber es gibt Gerüchte, dass es in den letzten Tagen neue Vorwürfe aus der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Sektionschef Pilnacek gab. Ist das korrekt und hat das für Ihre Entscheidung eine Rolle gespielt? Also ich habe schon länger gefordert, dass diese Sektion aufgeteilt wird. Erstens ist das ein langes folgt das Ganze einer langen politischen Überlegung und auch vielen Empfehlungen von Strafrechtsexperten. Und als ich im Justizministerium angekommen bin und mir auch diese strukturellen Probleme angeschaut habe, war für mich eigentlich unabhängig von der Person klar, es braucht diese interne Gewaltenteilung, auf der einen Seite die Logistik und auf der anderen Seite die Sektion, die nach innen quasi für die Staatsanwaltschaft arbeitet und die Fachaufsicht inne hat quasi und die keine Kontakte zu Politikern und Politikerinnen pflegt oder zur Interessensvertretung, wie natürlich auch jeder Sektionschef, der Gesetze schreibt, auch pflegen muss. Ist es korrekt, dass es neue Vorwürfe der Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Sektionschef Pilnacek gibt? Und wenn es die gibt, sind die substanziell? Es sind immer wieder Vorwürfe im Raum gewesen. Alles, es hat einige Anzeigen gegeben, die werden von der Staatsanwaltschaft geprüft. Also es liegt nicht bei mir in meiner Macht, die Anzeigen zu prüfen. Also das wird auch geprüft. Ich kann nur sagen, dass ich eine sehr gute Arbeitsebene auch mit dem Sektionschef hatte und nach wie vor habe und dass wir auch einen sehr wertschätzenden Umgang miteinander pflegen und ich auch sehr gute Zusammenarbeit bisher auch mit ihm hatte. Wie hat denn der Koalitionspartner ÖVP reagiert, als Sie ihn davon informiert haben, dass Herr Pilnacek diese Supersektion verliert? Also wir haben den Koalitionspartner heute auch diesbezüglich informiert und es steht natürlich jedem Minister frei, sich im Ministerium jene Rahmenbedingungen zu schaffen, die Strukturen schaffen, die für die Arbeit auch notwendig sind. Und das habe ich auch gemacht und das ist auch zur Kenntnis genommen worden. Zur Kenntnis genommen, man kann ja etwas zur Kenntnis nehmen, verständnisvoll oder man kann es begrüßen, man kann es gut finden oder man kann es sehr kritisch sehen. Wie hat es denn die ÖVP gesehen? Das können Sie auch mit den mit der ÖVP besprechen. Wir haben es heute auch besprochen und das wurde auch zur Kenntnis genommen. Jedem Minister und jeder Ministerin steht es auch frei, für sich auch jene Rahmenbedingungen zu schaffen, die auch natürlich für die eigene Arbeit auch gut ist. Und ich glaube, dass es ein wichtiger Schritt ist, um die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft zu stärken, um Verfahren effizienter zu gestalten und drittens auch jeglichen Anschein einer Befangenheit in Strafverfahren zu vermeiden. Um es aus Ihrer diplomatischen Antwort für die Zuseher zu übersetzen, die ÖVP hat es offensichtlich nicht mit Begeisterung zur Kenntnis genommen. Jetzt haben Sie gesagt, Herr Pilnacek kann sich wieder als Sektionschef bewerben. Es wird ja zwei Sektionen geben und ich nehme an, Sie meinen die neue Logistiksektion, die Gesetze ausarbeitet und nicht die neue Weisungssektion, die die Aufsicht über die Staatsanwaltschaften hat, oder? Also ich habe auch gesagt, ich habe mit dem Sektionschef Pilnacek auch in der Vergangenheit gut zusammengearbeitet und ich schätze auch
seine Expertise und auch seine fachliche Expertise auch als Beamter. Und daher freue ich mich selbstverständlich auch, wenn er sich auf die eine oder andere Sektion bewirbt. Aber ist es denkbar, dass er die Weisungssektion bekommt, ein Sektionschef, der eine derartige Auseinandersetzung mit der ihm de facto unterstellten Korruptionsstaatsanwaltschaft hatte, der mit dem Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien einen E-Mail-Verkehr hatte, in dem es hieß, man soll eine Öffentlichkeitskampagne gegen die eigene Korruptionsstaatsanwaltschaft organisieren. Wäre das denkbar, dass so jemand die Weisungssektion leitet? Also es ist ein transparentes Verfahren, es gibt eine Ausschreibung und es gibt natürlich auch eine Personalkommission, die alle Bewerberinnen und Bewerber sich anschaut und natürlich eine Reihung vornimmt. Das ist ein transparentes Verfahren, das auch natürlich dem Gesetz und dem Ausschreibungsgesetz unterliegt, und ein faires Verfahren wird auch da stattfinden. Jetzt hat ja dieser Konflikt nicht nur eine Seite, sondern es hat ja die Korruptionsstaatsanwaltschaft Herrn Pilnacek angezeigt, was ja nun wirklich extrem ungewöhnlich ist. Es ist ganz unzweifelhaft, im Rahmen der BVD-Affäre sind schwere Pannen passiert in der Korruptionsstaatsanwaltschaft. Und es gab eine Besprechung zur Eurofighter-Affäre, bei der ein Mitarbeiter der Korruptionsstaatsanwaltschaft ein Band hat mitlaufen lassen und das dann in die Öffentlichkeit gespielt hat. Hat eigentlich Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ihr volles Vertrauen? Also es sind wirklich im letzten Jahr, letztes Jahr 2019 ist dieser Streit regelrecht eskaliert. Es wurde dann eine Mediation unter meinem Amtsvorgänger durchgeführt, und ich bin davon überzeugt, dass aber weitere Maßnahmen gesetzt werden müssen, damit diese Arbeitsbasis und das Vertrauen auch untereinander auch gestärkt wird, weil mir ist wichtig, für alle Staatsanwaltschaften und für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Justiz die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie auch eine ordentliche Arbeitsbasis haben. Und Konflikte innerhalb einer Behörde ist etwas, was wird komplett so widerstrebt, weil eigentlich müssen wir alle an einem Strang ziehen. Und da appelliere ich auch an die gesamte Justiz und werde auch natürlich alle Rahmenbedingungen dafür schaffen, die es notwendig machen, dass eine vertrauensvolle Arbeitsbasis auf allen Ebenen besteht. Eine letzte Frage noch. Wenn es Ihnen darum geht, Interessenskonflikte völlig auszuräumen, wie Sie gesagt haben, warum gehen Sie dann eigentlich nicht weiter und tun das, was so viele Experten seit vielen Jahren vorschlagen, nämlich einen unabhängigen Generalstaatsanwalt einzusetzen, der tatsächlich die Staatsanwaltschaften beaufsichtigt, völlig unabhängig vom Ministerium und von dem möglichen Einfluss auch der Ministerin? Also das ist mit Sicherheit eine Debatte, die wir führen werden und die wir auch in Zukunft führen werden. Das Vorhaben, wie Sie wissen, braucht natürlich eine Verfassungsänderung, und diese Verfassungsmehrheit gibt es nicht. Wir haben jetzt einen ersten Schritt gesetzt Richtung Unabhängigkeit quasi dieser Fachsektion, die sich nur um die Strafverfahren kümmern wird, die nach innen arbeiten wird, die dafür sorgen wird, dass die unabhängige Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft gestärkt wird und auch jeglicher Anschein einer Befangenheit hier auch vermieden werden soll. Frau Ministerin Sadic, vielen Dank für das Gespräch und guten Abend. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und natürlich haben wir Sektionschef Pilnacek im Laufe des Nachmittags und Abends mehrfach um ein Interview gebeten. Er wollte uns leider dazu heute nichts sagen. An dieser Stelle verabschieden wir uns von allen Zusehern, die via Dreisat dabei waren. Danke für Interesse, einen schönen Abend noch aus Wien. Und wir bringen in dieser Sendung noch einen Lokalaugenschein in Jesolo und in Venedig, wo man verzweifelt auf Touristen wartet, auch aus Österreich, nach den Kurzmeldungen. In Österreich ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zur Vorwoche um 9.000 Personen gesunken. 523.000 Menschen haben aber nach wie vor keinen Job und mehr als 1,3 Millionen sind immer noch in Kurzarbeit. Diese soll jetzt um 3 Monate verlängert werden. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die Autoindustrie mit mehr als 8 Milliarden Euro unterstützen und sie gleichzeitig für eine ökologische Wende in die Pflicht nehmen. Innerhalb von 5 Jahren soll Frankreich führende Herstellernation bei sauberen Fahrzeugen wie Elektro- und Hybridautos werden. In Ungarn soll das umstrittene Notstandsgesetz im Juni aufgehoben werden. Dieses ermöglicht es Premier Viktor Orbán, zeitlich unbegrenzt und via Verordnung zu regieren.
Kritiker werfen ihm vor, unter dem Deckmantel der Corona-Pandemie seine Machtposition auszubauen. Das Land Südtirol will Touristen künftig gratis Corona-Tests anbieten. Die Tests seien nicht verpflichtend, sondern ein Service, sagt Landeshauptmann Arno Kompatscher. Die Corona-Tests könnten beispielsweise in Hotelangebote integriert werden. So sieht es normalerweise im Sommer am kilometerlangen Adria-Strand von Jesolo aus. Und ein Großteil der vielen hunderttausend Touristen kommt aus Österreich. Und so sieht es derzeit in Jesolo aus. Letzte Woche waren die ersten Touristen seit den Ausgangssperren da, zwei Italienerinnen auf Kurzbesuch. Ab 3. Juni, also Mittwoch nächster Woche, darf man auch wieder problemlos nach Italien einreisen. Aber nach aktuellem Stand müssten Österreicher nach ihrer Rückkehr daheim zwei Wochen in Quarantäne, was sich wohl nur wenige antun werden. Dementsprechend trist ist die Stimmung in der Region Venetien, wie Katharina Wagner berichtet. Die Küste im norditalienischen Jesolo. Normalerweise kommen jedes Jahr 6 Millionen Touristen hierher. Doch noch sind die Strände leer. Alles wird vorbereitet, um am 1. Juni wieder Badegäste zu empfangen. Bald auch aus Österreich, hofft man hier. 85% unserer Gäste kommen aus Österreich oder Deutschland. Sie fehlen uns sehr, denn dieses Jahr herrscht so viel Unklarheit über die Öffnung der Grenzen, dass all unsere Reservierungen storniert worden sind. Auch im benachbarten Venedig warten nicht nur Gondelfahrer dringend auf Kundschaft. Unsere Wassertaxis sind Monate stillgestanden. Wenigstens können wir jetzt die Sonne genießen, aber Arbeit gibt es noch keine. Rund um den Markusplatz sind nur Einheimische unterwegs und vereinzelt Touristen aus der Region. Wir sind gekommen, um Venedig ohne Touristen zu sehen. Es ist wunderbar. Die Stadt ist unglaublich schön. Doch wann auch ausländische Touristen kommen können, ist ungewiss. Ab 3. Juni dürfen Reisende aus EU-Ländern wieder nach Italien kommen, ohne eine 14-tägige Quarantäne zu absolvieren. Italiens Außenminister wünscht sich, dass ab 15. Juni alle EU-Grenzen wieder geöffnet werden. Wann Österreich seine Grenzen zu Italien öffnet, ist bisher aber unklar. Auch die Region Venetien hofft auf eine EU-weite Grenzöffnung Mitte Juni. In Italien stellen wir uns viele Fragen rund um mögliche Tourismuskorridore zwischen Deutschland, Österreich und Kroatien. Das können wir nicht verstehen, denn Venetien hat ebenso wenig einen Corona-Notstand wie Kroatien. Eine mögliche Bevorzugung Kroatiens wäre nicht nachvollziehbar und für uns inakzeptabel. Lokale am Markusplatz bereiten sich zur Wiedereröffnung vor mit Abstandsregeln und Maskenpflicht. Ich bin froh, dass wir wieder öffnen können. Dieses Jahr werden wir große Verluste machen. Auch das nächste wird schwierig werden. Aber es ist wichtig, positiv zu sein, zu öffnen und vorwärts zu schauen. Manche Osteria ist schon geöffnet. Doch auch hier wünscht man sich, nicht nur Stimmen mit Venetiens Dialekt zu hören. Das Wetter in Venedig und in Jesolo wird morgen übrigens prachtvoll, 21 bis 23 Grad, aber so schlecht wird es bei uns auch nicht. Ein Tiefdruckgebiet verliert an Einfluss auf unser Wetter. Von Salzburg ostwärts sind nur mehr bis morgen früh Schauer möglich. Nun kommt vorübergehend ein Hoch schwach zur Geltung. Morgen tagsüber kann man sich daher im ganzen Land auf recht freundliches und trockenes Wetter einstellen. Die Luft erwärmt sich auf 17 bis 23 Grad. In weiterer Folge wird's rasch wieder wechselhaft und die Temperaturen gehen ein bisschen zurück. Eine durchgreifende Wetterberuhigung ist erst nach dem Pfingstwochenende wahrscheinlich. Und hier in ORF 2 begibt sich jetzt kreuz und quer in die Archive des Vatikan. Anfang März waren die bis dahin geheimen Akten aus der Zeit von Papst Pius XII. Für Historiker erstmals zugänglich. Viele spannende Erkenntnisse und danach zeigt kreuz und quer noch ein zeithistorisches Porträt des verstorbenen Grazer Bischofs Johann Weber. Und die nächsten aktuellen Nachrichten, die bringt die ZIP Nacht heute um 6 Minuten vor 11 in ORF 1. Inzwischen von uns allen hier noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Bis morgen.